Also, hallo. Wir gehen gerne auf Konzerte und Festivals. Das einzige Problem, was wir damit bis jetzt immer hatten, ist, dass auf einem Festival manchmal über 50 Bands spielen könnten und es gibt niemanden, der all diese Bands kennt. Könnte aber. Wir haben nämlich eine App entwickelt, das Playlists kreiert aus den Bands, die auf einem Festival spielen. Genau. Unser Ansatz dafür war, dass man eben im Kalender ja oft einträgt, wo man hingeht. Also man zum Beispiel einen Eintrag hat, ich gehe aufs Hurricane Festival, und man dann ja theoretisch ganz einfach ein Line-Up dafür finden könnte im Internet und eben daraus einfach eine Playlist erstellen kann, weil da ja dann alle Bandnamen drinstehen. Und dementsprechend haben wir jetzt von der Website musicfestivaljunkies.com einfach deren Seite genutzt, um eben die Line-Ups zu bekommen. Wir mussten das leider als HTML-Scraper machen, weil wir auf verschiedensten Seiten eben einen API-Key haben wollten, dass wir es eben richtig machen können. Aber die haben alle so Systeme, dass sie eben einem eine E-Mail schreiben irgendwann. Und jetzt am Wochenende klappt das halt nicht. Deswegen konnten wir das noch nicht machen, aber es funktioniert auch so wunderbar. Und am Ende kriegt man eben dann eine Liste mit allen Bands von dem Festival und kann dann über die Spotify-API die Bands anhören. Ja, genau. Außerdem haben wir dann noch eine iOS-App gemacht. Die ist sowohl fürs iPhone als auch für die Apple Watch verfügbar. Das heißt, wir haben mehrere Festivals und Konzerte in den Kalender eingetragen. Und da kann man zum Beispiel auf ein Konzert klicken. Und dann spielt er durch Spotify, also Spotify ist ja auch ein Streaming-Anbieter von Musik, spielt er dann Musik ab. Wir dürfen das jetzt hier gerade leider nicht abspielen, wegen rechtlichen Gründen. Aber dann kann man zum Beispiel auch auf ein Festival klicken und sieht dann da alle Acts, die da spielen. So wie halt eben Cover, und kann dann auch wieder eins abspielen. Play und Pause funktioniert natürlich auch. Und das Ganze funktioniert natürlich dann auch auf der Watch. Das heißt, man sieht dann da eine Liste mit allen Acts. Und natürlich läuft das Ganze dann auch auf dem richtigen Gerät nachher. Das heißt, ja, sieht man schlecht, aber es funktioniert halt, genau. Ja, ich habe die Android-App gemacht, und im Grunde ist zu sagen, die Android-App macht dasselbe. Und bevor ich jetzt hier wieder dasselbe nur in grün oder blau zeige, werde ich jetzt mal auf die Probleme eingehen, die damit hergehen. Wir hatten ein Problem, beziehungsweise wir sind dann da rangegangen und haben es dann dadurch gelöst, indem wir eine API geschrieben haben, Kalender, wir suchen Songs. Ja, es ist relativ übersichtlich, was wir wollten. Und jetzt kommt das große Aber. Ja, es gibt Verwertungsgesellschaften. Das bedeutet, man kann nicht einfach sagen, ich möchte jetzt Song A abspielen, sondern es gibt dann über Spotify, Deezer, die zahlen ja dafür dann auch die entsprechenden Gebühren. Nur das Ganze muss man ja auch einbinden. Und dafür gibt es Libraries. Und wir hatten jetzt zuerst mit Deezer versucht. Die haben zum Beispiel in der Dokumentation geschrieben, ja, alles easy, initialisiert euren Player und ihr habt hier Musik. Das Problem daran ist, oder wir vermuten, das Problem daran ist, das sind DRM-Libraries, die mitgeladen werden. Das Problem ist nur, das Ding sagt einem nicht, dass sie nicht geladen sind. Das heißt, das Ding sagt, ich spiele Musik, aber man hört keine Musik. Und wir sind dann irgendwann darauf gekommen, ja gut, dieser nicht mehr, nein, wir gehen auch zu Spotify. Spotify hat es ein bisschen komplizierter aufgebaut, aber mit Spotify funktioniert es. Und das sogar relativ schnell. Also was heißt, wir haben da wirklich einen Tag dran gesessen, nur um Musik abzuspielen. Und ja, das ist es dann auch gewesen. Ja, wenn man nochmal so, möchtest du was? Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt beide Ansätze. Einmal gibt es in unserem Prompt den dieser Ansatz und den Spotify-Ansatz. Bei dieser kann man zwar draufklicken, es steht da, dass Musik gespielt wird, es kommt nichts, und bei Spotify kommt sogar was. Ja. Ja, wenn man nochmal bei Frameworks ist, die iOS-App bietet auch ein Framework, auch von unserer Bestival-App. Das heißt, wenn später noch irgendwer anders gerne dafür eine App schreiben möchte, sei es eine Kalender-App oder sonstiges, kann diese einfach verwenden und braucht dann nicht extra noch einen eigenen Server für aufzumachen und auch zu schreiben. Ja, ich glaube, sonst hat keiner mehr was zu sagen. Ich glaube, Fragen? Sind Fragen erlaubt? Fragen von der Jury? Ja gut, nein, schade. Wir können natürlich nachher ergänzen.